Die Zuckerrübe ist in ihrer weltwirtschaftlichen Bedeutung dem Zuckerrohr gleichwertig. Moderne Sorten ermöglichen Erträge bis zu 500 Doppelzentner Zucker je Hektar. Die Rübe folgt heute im Allgemeinen dem Getreide. Nach sorgfältiger Stoppelbearbeitung ist der erste Arbeitsgang für erfolgreichen Rübenbau eine tiefe Winterfurche. Hohe Motorleistung, Allradantrieb und wettergeschützte Kabine, das sind Voraussetzungen für hohe Flächenleistungen. Der Herbst zieht ins Land. Bald auch der Winter. Der Frühling kommt. Für den Landwirt beginnt die Arbeit. Der große Nährstoffbedarf der Rübe verlangt hohe Mineraldüngergaben. In der losen Düngerkette wird der Versorgungstank des Intrak mit dem Frontlader gefüllt. Eine Tonne Nutzlast. Ohne körperliche Anstrengung, ohne Säckewuchten geht die Arbeit gut voran. Der Fahrer sitzt geschützt in der Kabine, mit guter Sicht nach vorn und hinten. Das Nachfüllen des Düngers in den Schleuderstreuer erfolgt während der Fahrt, durch hydraulisches Kippen des Hassia-Versorgungstankes. Für gleichzeitiges Spritzen bei der Saatbettbereitung wird nun die 1000 Liter Spritze aufgesattelt. Hydraulisches Anheben des Spritzfasses, auch wenn es gefüllt sein sollte, und Abnehmen der Stützen, ohne Werkzeug, ohne Anstrengung. Ablassen und sichern. Mit wenigen Handgriffen ist die Spritze einsatzbereit. Verlustlose Herbizidspritzung im Vorsaatverfahren durch Kombination mit der Saatbettbereitung. Der Wirkstoff wird ohne Verdampfungsverluste sofort mit dem Boden vermischt. Richtige Einstellung der Saatbettkombination. Das ist wichtig. Das richtige Saatbett für Aussaat auf Endabstand. Beste Voraussetzung für hohe Hektarerträge. Wie reagiert der Samen im Boden? Eine im Tiefgang nicht einstellbare Ecke arbeitet unterschiedlich tief. Zwischen dieser Arbeitstiefe und der Wirkung des Krümlers bilden sich Täler in loser Struktur. In diesen Tälern werden die Kapillaren unterbrochen. Das Bodenwasser gelangt nicht überall gleichmäßig zu den Samen. Folge: ungleichmäßige Jugendentwicklung des Bestandes. Bei der gleichmäßigen Arbeit der tiefenregulierbaren Raukombinationen erfolgt ein inniger Schluss zwischen dem gesetzten Boden und der verfestigten Zone hinter dem Krümler. Das Bodenwasser erreicht alle Samen gleichzeitig und eine sichere, gleichmäßige Keimung ist der Erfolg. Intrak System 2000, das heißt Kombination von Arbeitsgängen, Ausnutzung von drei Anbauräumen, vorn, Mitte und hinten. Der nächste Arbeitsgang, die Saat. Trotz aufgebautem Spritzfass, Anbau der Einkorndrille vom Fahrersitz aus. Durch Deutz Hitch. Der rationell denkende Landwirt kombiniert die Einkorndrille exakta mit der Bandspritze. Als dritter, gleichzeitiger Arbeitsgang wird der Frontreihenpacker gekuppelt. Kuppeln, sichern, fertig. Alles vom Fahrersitz aus. Ohne Mühe. Sekundenschnell. Beim Ablassen der Einkorndrille verhindern Fallstützen das gefürchtete Verstopfen der Saatausläufe.
Der Antrieb erfolgt zentral über eines der großen Gummiräder. Die Kornabstände werden am Schaltgetriebe eingestellt. Einfacher geht's nicht. Intrax-System 2000 von Deutz. Durch unbehinderte Sicht auf Spurrillen und Markierungen, saubere Arbeit und hohe Flächenleistung. Das ist wirklich imponierend. Drei Arbeitsgänge bei einer Überfahrt. Der neue Frontreihenpacker, der direkt vor der Saat die Oberfläche krümelt und Bodenschluss bringt. Die beste Voraussetzung für gleichmäßigen Samenaufgang. Die Einkorndrille. Jedes einzelne Drillaggregat ist pendelnd befestigt und kann sich allen Bodenwellen genau anpassen. Der Samen kommt stets in gleicher Tiefe in den Boden. Und als dritte gleichzeitige Arbeit die Bandspritzung. Das ist rationell. Das senkt die Kosten. Ein anderes Verfahren. Frontreihenpacker vorn am Intrak. Einkorndrille und Granulatstreuer am Heck. Wiederum Kombination von Arbeitsgängen. Und dann die erste Hacke. Äußerste Genauigkeit bei guter Flächenleistung ist oberstes Gebot. Ideale Sichtverhältnisse ermöglichen millimetergenaues und flottes Fahren. Körpergerechter Arbeitsplatz, wetterschützende Kabine und Schnellkuppelmöglichkeit für die Geräte sind die Voraussetzung für die termingerechte Durchführung der Bestell- und Pflegearbeiten. Dann die zweite Hacke mit kombinierter Reihenspritzung. Schließlich die Kopfdüngung. Hier gibt es keine Probleme für zeitaufwendige Nebenzeiten zum Füllen des Weißdüngerstreuers. Der Dünger läuft kontinuierlich während der Fahrt in den Streuer. Mit einer Tankfüllung werden bis zu 8 Hektar abgedüngt. Bei der dritten Hacke wird schnelles Arbeiten erwartet. Die unbehinderte Sicht auf die Hackwerkzeuge ermöglicht mit dem Intrak Fahrgeschwindigkeiten bis zu 7 Stundenkilometer. Das sind 8 Hektar an einem Tag. Selbstverständlich ist auch dieser Arbeitsgang mit der Bandspritze zu kombinieren. Stimmen Ausbringmenge und Spritzdruck? Ein kurzer Blick nach rechts genügt. Alles in Ordnung. Ein weiterer Punkt von Interesse? Selbstverständlich passen alle landwirtschaftlichen Geräte, die beim Landwirt vorhanden sind, vorn oder hinten an den Intrak. Entweder an die genormten Dreipunktkupplungen oder durch Anbau einer Deutz-Hitch. Der neue landwirtschaftliche Arbeitsplatz beim Intrak mit Lüftung, Heizung, Schiebetür und viel Platz für Fahrer und Beifahrer. Bei der letzten Hacke ist die Verwendung des Spurlockerers von Vorteil. Ein weiterer Arbeitsgang, die Schädlingsbekämpfung. Sorgfältiges Ansetzen der Spritzbrühe ist erste Voraussetzung für sicheren Erfolg. Gefüllt wird aus dem Wasserwagen oder aus einem Gewässer.
Die 200 Liter Raukolbran-Pumpe befüllt das Spritzfass schnell. 1000 Liter fasst das Spritzfass. Spritzbrühe genug, um bis zu 3 Hektar ohne Nachtanken bearbeiten zu können. Drei Anbauräume. Kraftheber vorn und hinten. Zapfwelle vorn und hinten. Das sind die Merkmale des Intrak. Die Zapfwellen sind vorn und hinten unabhängig voneinander und außerdem während der Fahrt oder des Stillstandes des Fahrzeuges ein- und ausschaltbar. Die Rübenernte. Nach wie vor sind einreich arbeitende Bunkerkopfroder weit verbreitet. Aber Schnellkupplung vorn und hinten, Allradantrieb, gleich große Räder und leistungsstarke Deutzmotoren ermöglichen die Anwendung von mehrreihigen Ernteverfahren. Hinten der sechsreihige Roder für hohe Flächenleistung. Vorn der sechsreihige Köpfer. Alles ist ohne Mühe schnell gekuppelt. Bei diesem Arbeitsverfahren werden pro Tag in 10-stündiger Arbeit 40 Hektar gerodet. Blatt und Rüben sind in getrennten Schwaden abgelegt. In einer Kampagne können von einem Maschinensatz bis zu 240 Hektar gerodet werden. Der hydrostatische Antrieb der leistungsstärkeren Intrak-Fahrzeuge, das Intrak-Automatikgetriebe, erlaubt eine stufenlose Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an die optimale Rodegeschwindigkeit. Zur Verminderung der Schmutzprozente werden die Rüben erst einen Tag später geladen. Der Rübenlader schafft bis zu 70 Tonnen pro Stunde. Hänger mit großem Transportvolumen gehören zu diesem Verfahren dazu. 12 bis 15 Tonnen Nutzlast sollten die Regel sein. Intrak-Fahrzeuge sind der richtige Vorspann. Einzigartige Rangiermöglichkeiten ergeben die neuartige Aufsattelung des Hängers. Hohe Hektarerträge, ein Ergebnis rationeller Mechanisierung mit dem Intrak-System 2000.